uns. Und willkommen zu einem neuen Motovlog. Heute geht es mal ein bisschen um mein Motorrad. Es hatten auch ein paar in den Kommentaren geschrieben unter dem Video, wo ich gefragt hatte, was für Themen ich denn mal ansprechen soll. Und zwar wollte ich heute mal so das Gesamtpaket einmal abgeben, so ein bisschen. Also einer hatte gefragt, was es denn so für Zubehörteile gibt generell für das 2017er Modell. Dann wollte ich nochmal, genau, das mache ich später, also da gehe ich dann einmal hier und steige ich ab, gehe einmal ums Motorrad drumherum. Jetzt warten wir einmal erstmal kurz, bis die ganzen Autos hier ein bisschen weg sind, damit wir ein bisschen Spaß in den Kurven haben. Genau, das mache ich gleich. Irgendwann werde ich dann irgendwann reinschneiden. Dann nochmal ein paar Gründe von mir, warum ich jetzt mich für die 701 entschieden habe und nicht für die SMC. Und damit können wir auch gleich mal anfangen. Es ist schwierig, hier in so Kurven Motovlogs zu machen. Fällt mir gerade mal so auf. Ja, da haben wir die Autos auch schon wieder eingeholt. Ja, warum die Husky und nicht die KTM? Da gibt es ein paar Gründe. Der Hauptgrund ist, meine ich, also würde ich sagen, das Aussehen. Also was anderes kann man da nicht voranführen eigentlich, weil das ist halt Geschmackssache, ne? Weil sonst sind die Motorräder eigentlich fast, kann mir keiner was anderes erzählen, die sind fast exakt gleich. Okay, beim 2017er Modell ist jetzt noch der andere Motor drin, der neuere, mit den 75 PS. Aber sonst ist das eigentlich dasselbe Motorrad, ne? Es sieht halt nur anders aus. Genau, das ist halt auch für mich der ausschlaggebende Punkt gewesen. Also ich mag KTM schon, also ich finde, die sieht auch gut aus, die SMCR. Aber im Vergleich zu der hier, also ich finde dieses Weiß, Gelb, Blau in dieser Kombination sehr geil. Was man da halt noch draus machen kann. Ja. Orange ist halt auch nicht so mega meine Farbe jetzt. Ich finde es jetzt nicht hässlich oder so, ne, aber ich finde das dann geiler. Nächster Punkt, der für mich eigentlich auch so ein bisschen entscheidend war, dass KTM jetzt ja, also KTM und Husqvarna ist ja sowieso eine Firma, aber dass KTM jetzt ja anfängt und sagt, SMC produzieren wir nicht mehr. Aber das war halt für mich noch so ein Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, nehme ich dann doch lieber die Husqvarna, weil die hat jetzt erst angefangen. Das ist das zweite Modell ja jetzt erst. Und ja, genau. Ja, dann der nächste Punkt ist für mich, ich habe halt auf beiden gesessen. Für mich persönlich ist das Bike hier ein bisschen, ich weiß nicht, es fühlt sich ein bisschen wohler an. Einfach, keine Ahnung, woher das herkommt, aber ich fühle mich einfach besser, wenn ich hier drauf sitze. Wo auch immer das herkommt, ich habe keine Ahnung. Ist einfach so. Ja, dann noch ein Punkt natürlich. SMCR hat natürlich jeder. So. Okay, das wird mit der hier auch irgendwann passieren. Denke ich mal zumindest. Oh, je nachdem, was KTM da bald auf den Tisch haut in ein paar Jahren. Wir haben ja die SMCR jetzt eingestellt und die werden da, denke ich mal, auf jeden Fall noch was anderes auf den Markt bringen. Im Supermoto-Bereich. Ja, sonst gibt es ja gar nicht mehr so mega viel. Also, wie gesagt, das ist eigentlich eine Hauptsache, also die Kaufentscheidung zwischen Husqvarna 701 und KTM SMCR ist eigentlich rein Geschmackssache wegen Optik. Da kann mir keiner was anderes erzählen, dass da noch ein größerer Punkt ist, bei dem man sich da beeinflussen lässt bei der Kaufentscheidung. So viel zu dem Thema eigentlich. Also das waren so meine Gründe, warum ich mir die gekauft habe und nicht die SMC. Ja, dann würde ich sagen, war es das mit dem Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Achso, nee, ganz vergessen. Nochmal kurz zurück. Ich muss ja noch mein Walkaround hier machen. Der kommt auch mit rein. Die Abmoderation kommt erst zum Schluss. Hab ich selber jetzt ganz verkackt. Fuck, bin ich jetzt richtig gefahren? Aber ich glaube schon, ja. Yo, Bro. Abgehoben, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, ob das auf der Kamera drauf ist, aber... Der Typ ist ja geil, ey. Macht der erstmal. Naja, Wheelie nicht, aber. Geiler Typ. Die laufen hier heute, oder was? Ach ja, ach ja, ach ja.
Ja, was kann ich denn sonst noch zu erzählen? Ich kann ja schon mal anfangen. Wegen Auspuff und so. Also das ist auch ein Riesenthema bei dem Teil. Ich habe ja, wie gesagt, immer noch den Originalport dran. Bin ich jetzt momentan immer noch nicht so happy drüber. Aber naja. Aber ich kann auch den Grund dafür sagen, weil es gibt ja für die 2017er meines Erachtens nach noch keinen anderen legalen Endschalldämpfer als den Akrapovic. Also das ist ja komplett Fehlanzeige. Ich möchte halt auf jeden Fall legal unterwegs sein, was das angeht. Aber ich will auch nicht 1200 Euro für einen Auspuff ausgeben. Weil sonst hätte ich mir den direkt von Anfang an gekauft. Und ich werde jetzt mal gucken, weil es gibt so ein 701 Forum. Da geht es dann auch, da gibt es so ein Thread, da geht es dann um Endschalldämpfer. Da hatte einer geschrieben, der hatte wohl mehrere Firmen angeschrieben, hier unter anderem Leowinds und was waren das noch? Ein paar Firmen, glaube ich. Und die hatten, also Leowinds ist ja mein aktueller Favorit eigentlich, vor allem weil der 2016er richtig nice ist. Habt ihr in dem letzten Video gesehen. Nicht in dem letzten Video, in dem Video, wo ich mit hier dem Abonnenten gefahren bin. Ja, das wäre eigentlich so mein Favorit und die haben geschrieben, dass sie dieses Jahr noch einen Auspuff rausbringen, der auf der 17er eine Zulassung hat. Und ich denke mal, den werde ich mir dann holen, wenn er dann irgendwann kommt. Wenn nicht, keine Ahnung. Also da muss ich dann mich selber noch mal ein bisschen informieren. Ich habe jetzt zwar nicht weiter groß geguckt. Oh ja, und im allerhältesten Fall muss es halt dann der Krapovic sein, aber der ist halt echt so scheiße, ne? Also ich glaube vom Sound ist er ganz geil, aber Preis und Optik geht einfach mal gar nicht. Wenn jetzt hier mal irgendwo mal eine Stelle kommt, wo ich überholen kann. Eine Ewigkeit später. Da ist diese Kreuzung. Da geht's Richtung Bad Salzseefurt. Ui. Nimmt die Kamera eigentlich noch auf? Jo, das ist gut. Schöne Strecke hier hoch. Geile Straße auf jeden Fall. Ah, schon wieder ein Auto. Verdammt. Und nochmal, weil es so schön war. Supermotos. So. Ja, jetzt zeige ich euch einmal ganz kurz, was es denn so an Zubehörteilen für die Husqvarna gibt. Und zwar habt ihr ganz viele luxierte Teile. Das sind einmal zum Beispiel hier, was ich jetzt natürlich alles nicht habe, einmal der Deckel für Kupplungs, ne, und so. Und der Deckel für den Bremszylinder. Dann habt ihr noch hier zum Beispiel die Schraube hier oder auch auf der anderen Seite die, ich meine, die hier gibt es noch eloxiert. Und ja, das gibt es ja noch alles. Es gibt noch eloxierten Bremshebel. Hier die Dinger hier zum Federn einstellen hier. Wieder bei Weg einstellen. Die gibt es auch noch eloxiert in Blau. Also alles Mögliche. Das hier, dieses Hitzeschutzblech zum Beispiel, gibt es auch noch in Carbon-Optik. Passt auch ganz gut, wenn man so einen Carbon-Auspuff hat, dann sieht das ganz geil aus. Sonst noch Kettenrad und Kettenradritzel, glaube ich, auch. Nee, Ritzel nicht. Kettenrad, glaube ich, nur eloxiert. In Blau gibt es auch noch. Ja, dann natürlich, ne, Dekor und so weiter. Gibt es dieses Factory-Kit. Ich habe jetzt das ganz normale. Andere Sitzbänke gibt es auch noch. Das ist jetzt noch. Also mittlerweile wird die jetzt anders ausgeliefert.
mit dieser anderen Sitzbank, mit dieser neuen, weil die wohl ein bisschen Probleme haben damit, dass diese Clipper, man macht hier sowas, man zieht ja an diesem Ding, dann geht die hinten raus und man kann sie hier vorne rausziehen, das sind so eingeklippt einfach nur. Und die lösen sich halt auch ab mit der Zeit, nicht mehr richtig hält. Ja, es gibt sonst noch den kurzen Kennzeichenhalter, hab ich hier auch dran. Genau, es gibt noch so eine Blende oder so einen Schutz für die, für den Kühler, da steht dann auch so 701 drauf. Andere Lenker gibt es noch, andere Handguards kann man sich noch holen, die sind dann hier komplett mit, sind nur von hier bis hier Alu und die sind dann komplett bis da vorne, das ist das Aluminium. So viel dazu. Ach, die sind schon wieder so dreckig, ne? Meine Felgen sind so mega dreckig. Was ich jetzt noch machen werde, ist zum Beispiel, die habe ich schon bestellt jetzt, für meine Speichen hier, diese so farbige Mixture. auf jeden Fall solche Sachen für meine Speichen und so Felgenaufkleber wollte ich mir dann drauf machen. Muss ich nochmal genau gucken, welche, aber schaue ich mal. Dann können wir eigentlich schon wieder weiterfahren. Achso, einen anderen Tankdeckel gibt es, glaube ich, auch. Das wurscht und eigentlich im größten Teil so ein Zubehör, was es von Husqvarna gibt. Meine ich. Wenn ich was vergessen habe, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Jetzt kann ich mal kurz zu dem Punkt kommen, den ich nicht so mag an dem Teil. Es gibt manchmal so einen Zwischengang, also hat die SMC aber auch. So einen Zwischengang zwischen 5 und 6. Wenn man da nicht richtig durchdrückt, also den Schalthebel nicht richtig durchdrückt, dann hat man da so einen Zwischengang und da flutscht einfach neutral. Das passiert dann im Ab und zu mal, also nicht so oft, aber sag mal so bei jeder vierten Fahrt oder so, die ich mache, passiert das dann einmal. Dass man dann hochschaltet und dann plötzlich, also man gibt wieder Gas und dann plötzlich, wumm, ist man halt im Neutral drin. Das ist so eine Sache, ja, scheiße. Es liegt wohl an dieser Feder. Ich kenne mich da auch nicht aus, aber an irgendeiner Feder liegt das, keine Ahnung. Das ist so ein Punkt, der nicht so geil ist. Was ich auch nicht so geil finde, das ist das Einzige, was optisch ist okay, aber es ist nicht so super geil, ist hier die Lampenmaske. Aber wie gesagt, da gibt es auch Möglichkeiten, habe ich das schon gesagt, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall gibt es da auch Möglichkeiten, was anderes zu kaufen. Was war denn hier jetzt für dicke Karren lang? Schicker Porsche war das gerade. Der Porsche fährt hier auch noch rauf und runter. Mal sehen, ob uns der Porsche gleich wieder entgegenkommt. Ah ja. So, ab nach Hause, würde ich sagen. Würde ich sagen, war es das auch mit dem heutigen Motovlog. Hoffe, euch hat das Thema gefallen. Gebt einen Daumen hoch, wenn das so ist. Oder schreibt einen Kommentar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Leute.